Hallo zusammen, ich bin mal wieder draußen. Heute ging es wieder direkt von der Haustür los auf meiner Standardrunde über Radefeld zum Schladitzer See und dann über Breitenfeld zurück nach Hause, ca. 20 Kilometer. Ja, Wetter ist super. Es hat die Nacht Minusgrade gehabt, aber inzwischen ist es sind so 5, 6 Grad wahrscheinlich, aber die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Gleich geht es durch Radefeld durch. Ich habe jetzt schon 8,5 Kilometer ungefähr hinter mir. Und ich denke mal, am See werde ich dann noch mal eine kleine Aufnahme machen. Und dann mache ich dann auch noch mal ein schönes Päuschen. Ja, herrlich draußen. So, ich bin jetzt hinter Heiner. Hier steht doch tatsächlich so ein einsamer Bulle auf der Weide. Man glaubt es fast nicht. Na, schmeckt's? Der ist ganz friedlich. Und hier nebenan sind doch gleich noch ein paar Schafe. Die kommen gleich her. Die haben Hunger. Hallo, kleine Familie. Du braver, braver. So, wir sind jetzt hier am Biedermeierstrand. Um diese Jahreszeit sehr schön übersichtlich. Das heißt, ich bin der einzige Gast. Sehr schön, so muss das sein. Oh, das Wasser ist so schön blau. Gehen wir runter. Machen wir einen kleinen Rundumblick. Da liegt das alte Piratenboot. Da ist die Bühne. Strand. Herrlich. So, ich werde jetzt mein Sitzkissen rausholen und dann werde ich hier noch eine Viertelstunde sitzen und die Sonne genießen. Das ist herrlich. Wenn die Wellen so ans Ufer schlagen, muss ich immer an der Ostsee denken. Ich muss da auch unbedingt immer wieder hin. Ostsee ist so schön. Schladitzer See liegt hinter mir. Oh, das war richtig schön, dort am Wasser zu sitzen. Das war so cool. Ja, jetzt geht es hier zurück auf dem Radweg bis nach Breitenfeld. Da gibt es dann noch ein Päuschen auf der Sonnenbank. Ja. Also wenn der Wind ein bisschen pfeift, ist es doch ganz schön frisch. Ich habe auch immer mal wieder die Handschuhe an, mal die Jacke wieder an, mal die Jacke wieder aus, je nachdem, wie es gerade so ist.
Aber wenn man ein windstilles Örtchen hat, dann ist es total, total warm. So Leute, ich melde mich nochmal. Ich bin jetzt kurz vor Leipzig. Das heißt noch ungefähr 3 Kilometer bis nach Hause. 20 werden es nicht ganz werden, aber ich denke mal 19 komme. Ja, bin schon ganz schön groggy. Bin jetzt gerade durch Breitenfeld durchgegangen. Und bin jetzt gleich am Gustav-Adolf-Denkmal. Und wie ihr wisst, steht da meine Lieblingsbank. Da werde ich noch ein schönes Päuschen machen. Und dann geht es die letzten 3 Kilometer nach Hause. Ja, war eine super Tour wieder. Hat Spaß gemacht. Eigentlich sogar vom Laufen her viel, viel schöner als im Sommer bei 30 Grad. Das nervt dann doch ein bisschen. So. Hinter mir seht ihr jetzt Leipzig. Naja, viel werdet ihr nicht sehen bei der Perspektive. Ja. Jetzt muss ich nochmal andersrum. Hier ist jetzt das Gustav-Adolf-Denkmal. Ja, und jetzt Pause und damit verabschiede ich mich von euch. Ciao!